Ja, hi Leute, willkommen zur nächsten Folge und heute haben wir die nächsten Batoceras vor uns und diesmal zwei Männchen und ihr seht auch, bei den Bockkäfern gibt es enorme Größenunterschiede innerhalb der Art, auch innerhalb des Geschlechtes, wie bei den Hirschkäfern oder Nashornkäfern auch ähnlich. Ja, das sind beides Männchen und unterscheiden sich in 10 mm Körperlänge. Ja, das linke Männchen hier hat 56 mm, das rechte 46 mm. Aber von der Masse des Körpers ist der hier noch deutlich, deutlich wuchtiger. Die Art kann bis 60 mm groß werden, wurde 1866 von Kaup beschrieben. Das hier ist Batocera Rosenberg-I, benannt nach William, ja, weiß ich jetzt nicht, ob Englisch oder Deutsch ausgesprochen, Rosenberg oder Rosenberg. Nach dem sind zum Beispiel auch die Allotopus benannt, oder Allotopus Rosenberg-I. Und die sehr nah verwandte Gattung Rosenbergia, die sehr nah verwandt zu Batocera ist. Die Art kommt auf Flores, Sumbawa und Lomblen vor, also Molukkeninseln, Indonesien, und ja, sind echt mega schön mit diesem orange-roten Markierungen auf den Elytren und den roten Flecken auf dem Pronotum. Ähnlich wie zum Beispiel bei Batocera thomsoni oder Batocera rubus. Ich hatte eigentlich drei Männchen in Frankfurt gekauft, aber eins habe ich direkt dem guten Monster Sludge dort vermacht. Der macht da nämlich was für unseren Kanal und dann habe ich ihm das als Dankeschön gegeben. Und deswegen diese zwei Männchen hier heute, dafür aber schöne Größenvariation. Die Fühler dieses großen Männchens sind jeweils nochmal 90 mm lang. Ja, also echt eine gewaltige Spannweite. Also sind schon echt eindrucksvolle Tiere. Okay, gut, dann würde ich sagen, fangen wir einfach an.
Okay, die Käfer haben jetzt 2 Tage getrocknet und müssten soweit sein, um abgenadelt zu werden. Das machen wir jetzt mal schnell. Okay, also ich bin ziemlich zufrieden mit dem Ergebnis. Schön symmetrisch geworden, Farben sind schön geblieben. Ja, echt super, super schöne Tiere. Ich denke, auf Borneo werde ich auch einige Batuzera finden, mit denen ich dann meine Sammlung noch ausweiten kann. Und ja, die gibt es dann bestimmt in der nächsten Staffel, nächstes Jahr dann. Im März bin ich ja erstmal weg auf Borneo. Okay. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, schreibt in die Kommentare, abonniert. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.